Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Call of Duty Mobile. Ja, und heute habe ich mir gedacht, wir spielen Ranglistenspiel. Dann gehen wir in den Battle Royale Modus und... Ja, aber nicht in Trupp extern, sondern ich habe mir gedacht, ich spiele alleine und Ego-Perspektive bestätigen Start. Ja. Folgendes, jetzt habe ich endlich das neue Smartphone in der Hand. Die Einstellung habe ich alles so eingestellt, dass es funktioniert. Worüber ich mich im letzten Video aufgeregt habe. Weiß nicht, ich war einfach genervt und es, ich weiß nicht, da hat man schon ein neues Smartphone und dann funktioniert überhaupt nichts, aber jetzt alles so wie es soll. Stimme ist in Ordnung. Also, aus meiner Sicht ist die Stimme in Ordnung. Wir nehmen den ganz normal bestätigen. Ach, wird sowieso später nochmal. Egal. Jo, dann wollen wir mal schauen, wie weit wir hier kommen. Das wird nämlich das Spiel der heutigen Aufnahme sein. Oh, gleich eine Weste. Es war noch vor dem Spiel, weiß ich. Aber gleich eine Weste, geil. Ja, nee, Drohne. Ja, weiß nicht, irgendwie, ich bin so mega glücklich, dass das alles funktioniert. Jetzt habe ich das eine Smartphone für den privaten Gebrauch, also das alte. Das benutze ich ganz normal für den privaten Gebrauch und das neue Smartphone liegt hier auf dem Schreibtisch und wird nur zum Zocken benutzt. Ja, weiß nicht. Ich mache es einfach so. Was mache ich so privat mit einem Smartphone? Deswegen, da brauche ich nicht mehr Leistung oder sonst was. Na gut, dann wollen wir mal, es geht gleich los, 4, 3, 2, 1 und let's go. Wo wir rausspringen, ist eigentlich wieder völlig egal. Ziel ist zu überleben, viele Kills zu machen. Ja, ist also Standard, ne? Standard. Mal schauen, wo die ganzen Leute hier rausspringen überhaupt. Da sind die ersten schon weg. Ach, die meisten, die wollen auch da raus, ne? Also direkt auf die Plattform landen. Wenn die alle da drauf landen, dann will ich da gar nicht wirklich raus. Also, na, hat gleich aufgehört. Müssen doch gleich alle raussehen. Was soll's? Ich werde jetzt springen. Und zwar dorthin. Nein, da bin ich nicht der Einzige. Doch, bin ich. Der landet dort, also wenn ich mal in die Richtung, nicht, dass wir uns gleich begegnen, das will ich nicht. Wir wissen ja, was bei rauskommt, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. So, da wären wir dann auch schon. So, haben wir. Oh, gleich zwei Waffen. Langen die nebeneinander? Ging ja ziemlich schnell, meines Erachtens. Alter, wie viel Aufnahme ich einfach mal hatte, wegen die Scheiße, ne? War hier drin noch was? Ja, hier ist auch noch was. Hier haben wir noch eine Weste. Sehr schön. Da sind wir gleich geschützt. Ein bisschen. Ja, dann sammeln wir uns mal alles zusammen, was wir brauchen. Wir brauchen noch sowas wie Medikamente und so, die wir uns dann reinhelfen, wenn wir ein bisschen angeschlagen sind. Hier noch ein Aufsatz, ein Schaft für die Waffe. Welche weiß ich jetzt nicht. Da. Den haben wir. Haben wir den? Ja. Ja, logisch. Ich bin fast der Meinung, das ist nicht der Einzige, der hier rumrennt. Die Waffe lasse ich. Ich weiß nicht, was der für ihn ist, aber ich lasse sie einfach mal. Die hat uns jetzt ja ganz schön den Arsch gerettet. Also lasse ich die drinnen. Auch wenn ich diese Waffe bevorzuge. Oder beziehungsweise bis dato habe ich die Waffe bevorzugt. Ich kannte ja keine andere. Ich habe ja nur die mit der gespielt. Da. Na komm. Ah, den habe ich getroffen. Ganz leicht. Da. Nein, nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Der weiß, dass ich hier warte. Jetzt rennt er weg. Woanders hin. Wir müssen aber raus. Durch die Tür, ja? Oder die Splitter von der Tür haben ihn gekillt. Das kann nämlich auch sein. So, da haben wir eingesammelt. Jetzt müssen wir aber auch schon los. Nicht, dass wir außerhalb des Bereichs landen.
Weil der Bereich, der wandert. Also schnell sind wir nicht. Ist, glaube ich, auch waffenabhängig, ne? Wenn ein Sturmgewehr ist, ist halt ein bisschen schwerer als ein MP. Immer die Straße entlang. Ab und zu hier mal gucken, da ist nichts, doch da ist was. Die AK-47. Oh, genau, wir brauchen, ja. Nicht vergessen, was war das jetzt? Weiß ich nicht. Adrenalin oder? Ach so, sowas für Regeneration. Ich werde angeschossen, da drüben. Nehmig, 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 nehmig. Ein Visier wäre auch nicht verkehrt. Öffnet nicht alleine? Er hat sich doch sonst immer alleine geöffnet. Bloß gegen die Tür rennen und dann ist er offen. Mache ich hier zu Hause auch. Wenn ich schnell mal aufs Klo muss, einfach gegen die Klotür gegen und dann öffnet sie sich alleine. Mal sehen, ob hier irgendwo jemand sich befindet. So wie es aussieht, nicht. Oder noch nicht. Die ist noch über mir. Wie ein Engel, es wacht über mir. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Munition ist immer gut. Sehr schön, danke. Weiter geht's. Mein nächstes Ziel wird diese Stadt sein. Außerdem, ich höre schon wieder Schüsse. Dort, also geradezu, alles klar. Hören wir dahin. Guck mal, jetzt haben wir sogar ein Visier, Rotpunkt. Vielleicht ist es besser als das normale, aber nimmt sich beides nicht viel, glaube ich, aus Zombies. Da hat einer seinen, was ist das, ein Affe, ne? Was man erwerben kann, der den Zombies hervorruft. Da hinten. Ich hab dich gesehen, Digga. Ich hab dich gesehen. Da muss ich nur noch hinkommen, ohne dass ich entdeckt werde. Oh, und ich habe noch ein zweites Problem, worauf ich jetzt überhaupt nicht geachtet habe. Und zwar meine Regeneration. Ich bräuchte mal Medizin. Irgendwie sowas in der Art. So einen ordentlichen Hustensaft oder so. Würde mir schon helfen. Zumindest bei so harten Zeiten. Wo ist er? Um die Ecke. Hab dich gesehen. Ich hab dich. Oh. Oh, 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 oh. Jetzt aber. Da hinten ist er. Na komm, bleib drin. Der ist erfolgreich entkommen. Aber da rennt er noch. Ne, jetzt rennt er rein. Ich glaube, der kommt auch wieder raus. Hoffe ich zumindest. Oh. Ich hab's gehört, also. Ne, ihn will ich. Nein, fuck, Mann. Scheiße. Ich wollte gerade. Ja, erst die Zombies und jetzt so. Egal, wir gehen auf Verlassen und machen gleich das gleiche ganz. Das Ganze gleich nochmal. So rum. Ja. Dann wollen wir mal. Ladebildschirm. Alter, was war das denn? Hier, ich sitze ja hier direkt neben dem Fenster. Da ist gerade ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Was ist denn los? Ein kleiner. Vier Kills habe ich. Immerhin. Der 64. Na gut. Ist jetzt nicht so doll. Kann es sein, dass Call of Duty neue Musik hat?
Weil manchmal, ich habe hier schon ab und zu Musik gehört, die habe ich vorher noch nie gehört. Kann das sein? Weiter geht's, weiter geht's. Verlassen. Ego einzeln. Ja, Start. Machen wir gleich nochmal. Ja, nur dann. Bei 95% hängt er. Trotzdem, diesmal werde ich Erster. Bin ich ja schon mal geworden. So, EMP-Drohne, los geht's. Ah, siehst du, ich hatte noch eine Snap-A gehabt. Die hätte ich vorhin auch noch benutzen können. Hallo. Oh, geht sofort los. Sehr schön. So hätte ich das immer gerne. Die werden 100 pro alle in der Mitte rausspringen. Ich glaube, das ist sogar unsere Route auch so ein bisschen, ne? Ja. Dann werde ich hier raus, und zwar hier vorne. Ach nee, guck mal, andere fliegen ja hier auch schon. Da, weg, 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 alle weg, alle weg. Also nichts gegen das Flugzeug, aber ich würde sagen, das Flugzeug verliert Teile, so wie es aussieht. Na gut. Los geht's. Raus hier und dorthin, da wo die meisten Gebäude sich befinden. Da fliegen welche so lang. Ich hoffe mal, dass wir nicht sofort welche begegnen. Was war das denn eben? Seltsame Grafik. Oh, und bitte gleich wieder Pop-Waffen sammeln. Was ist denn hier? Da haben wir was. Sehr schön. Ja, wir sind nicht alleine hier, das wissig. Nein, 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 hier ist nichts, hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Da ist was. Schalldämpfer, ja, weiß nicht. Ist jetzt so notwendig, einen Schalldämpfer zu haben? Ja, vielleicht. Dann merkt man nicht gleich oder hört man nicht gleich, wo es herkommt. Siehst du, jetzt geht die Tür alleine auf, seltsamerweise. So sollte vorhin eigentlich auch sein. In der Mülltonne ist nichts, alles klar. Dann gehen wir mal hoch. Hier nichts. Munition, die brauche ich, danke. Dann. Ich bin nicht alleine. Und ich sollte mich langsam in Bewegung setzen. Danke für die erste Hilfe. Oh, sorry. Kann ich nicht durch Wände schießen? Warum nicht? Wo ist er jetzt? Da ist er. Sehr gut, danke, danke, danke. Der nochmal nachgeladen. Alles andere nehme ich auch. Gut. Und dann in die Richtung. Und let's go. Guck mal, wir hätten jetzt mit einem Seilzug auch runterfahren können. Das wäre ein Erlebnis gewesen. Huch. Upsi. Ist mir irgendwie zu wertvoll jetzt irgendwie, ne? Obwohl der eigentlich auch. Naja. Nein, falsch. Der hier ist es. Ich benutze keine Türen. Was soll das, Mensch? So geht's doch viel schneller. Und die nehme ich. Danke. Eine Weste? Habe ich schon eine Weste an? Ich weiß gar nicht. So wie es aussieht, ja. So, wollen wir hier mal rüber? Einmal durch. Zack. Und da lang. 87 sind noch. Da hat einer den anderen gerade mit einer Pistole erschossen. Sehr gewagt. Obwohl, die haben eigentlich auch ordentlich Feuerkraft, oder? Also reicht auch aus, ne? Wenn du, sag ich mal, so ein.
nur auf Scharfschütze spielst, dann reicht so eine Pistole als Zweitwaffe aus, damit du denn dich ein bisschen verteidigen kannst. Da war so eine Kiste, die will ich haben. Na, die Kiste nicht, aber den Inhalt wenigstens. Naja. Ich nehme auch bloß das mit, was automatisch eingesammelt wird, ne? Ob die PDW jetzt als Zweitwaffe okay ist, weiß ich nicht. Aber wir haben sie. Hier ist nichts. Wir gehen mal einmal hoch. Vielleicht haben wir da noch irgendwas zu liegen. Hier haben wir noch was. Schrot und RUS, die haben wir, glaube ich, schon drinne. Dann haben wir hier noch Munition. Die brauchen wir jetzt aktuell gar nicht. Dann wollen wir mal wieder runter. Da ist einer. Das ist gerade was geflogen. Was war das denn? Das kam aber nicht von ihm, oder? Wo war er überhaupt? Hier hinter? Tatsache. Danke, Blutstiller. Nachladen nicht vergessen. Hier ist irgendwo noch einer, das weiß ich ganz genau. Das habe ich irgendwie im Gefühl. Hier wird nichts mehr sein, wa? Nee. Also nichts, was er irgendwie automatisch einsammelt. In die Richtung sollen wir. Wir können ja auf den Bus warten, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwo ein Bus kommt. Da oben gibt es ein Gefecht. Ich komme hier nicht hoch. Jetzt. Ups. Da ist er. Da ist er auch schon. Der Kistensniper, ne? Also der hat. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Dann nehmen wir mal die und tauschen die aus gegen die hier. Wenn die wirklich so viel besser ist. Auf wen hat er geschossen? Irgendwas hier unten? Nein, wir wollen da lang. Das ist mir echt lieber. Und ich werde angeschossen. Da unten. Da oben ist noch einer. Den habe ich gerade gesehen. Den nehmen wir uns auch noch mit. Na komm, lauf nicht weg. Kommt der jetzt hier hoch? Ne, der rennt unten weiter, ne? Ja, der ist doch hier irgendwo. Hallo, wo bist du? Da ist er. Jetzt ist er weg. Gut, dann nicht. Und ein Heli kommt auch. Das ist. Ist ja auch egal. Hinterher, hinterher. Er rennt einfach, glaube ich, nur in den Bereich rein, damit er irgendwie möglichst mittig ist, damit er nicht außerhalb des Bereichs stirbt. Da unten rennt er noch. Ich sehe den gar nicht mehr. Oh, hinter mir auch. Schnell tauschen. Da ist er. Warum der nicht getroffen hat, weiß ich auch nicht. Also ich hätte eigentlich sowas von tot sein müssen. Danke. Medikamente ist immer gut. Danke, danke, danke. So, und der hier unten lebt aber auch noch. Außer der hat jetzt sich ein Gefecht geliefert mit jemand anderen. Ich habe keine Munition für die Waffe. Wir werden mal da runter gucken, was ihm da passiert ist. Achso, und ist nur die Kiste. Ich dachte, er liegt da. Habe ich gerade gesagt. Gedacht. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Danke, danke, danke. Und weiter geht's. In dieser Richtung. Diesmal läuft es besser, würde ich sagen. 5 Kills haben wir schon geschafft. Und die Hälfte der Leute ist schon gekillt worden. Oder gestorben auf natürlichem Wege. Im Battle Royale stirbt man auf natürlichem Wege. Also normalerweise ist das so. Glaube ich, oder? Ab und zu, ja, fallen ein paar Schüsse. Kann ja passieren. Wir sind wieder auf der Straße. Dann wollen wir gleich mal wieder runter von der Straße, rennen in die Berge.
Also im Prinzip müsste ich hier oben landen, bleiben eigentlich, ne? So wie das aussieht, ist ja die Mitte vom Kreis. Also vom Bereich, der hier wandert. Ja, folgt mir noch. Also ich sehe hier überhaupt keinen gerade aktuell. Wir wollen aber da irgendwo möglichst in die Nähe, weil da rennen bestimmt jede Menge hin. Hier wird geschossen. Sicherheitszone schrumpft in einer Minute. Da ist ein Fahrzeug, ein feindliches. Kriege ich den? Ja, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ja, komm, jetzt rennt er weg. Explodiert das Ding auch? Kann ja sein, dass sich da Schutz sucht und dann geht er gleich mit hoch, weißt du? So, hier. Der ist hier noch irgendwo. Befindet er sich noch? Drohne habe ich gleich wieder, dann kann ich gleich gucken, wo der sich befindet. Der muss ja hier irgendwo in der Nähe noch sein. Da ist er. Gefunden. Ich habe dich gerade, also ich habe ihn gerade gesehen, bevor er, bevor die Drohne ihn gesehen hat. Schafft er nicht, schafft er nicht. Die Waffe schafft das einfach nicht. Schade, und für die andere Waffe habe ich keine Munition mehr. Kacke. Ach, verdammt, warum habe ich die. Ich wollte den einen Schuss noch abgeben. Aber so war das irgendwie leider nicht. Der hat mich gesehen. Und zwar vorher schon. Guck mal, wie er mich lootet, Alter. Wie gierig die Leute einfach mal sind, die Leichen zu plündern. Eigentlich fast ekelhaft. Na gut, wir sind nur 37er geworden, aber ich denke mal, das reicht vollkommen aus. Das ist so ein durchschnittlicher Skill, den man hat. So, hoffentlich werde ich jetzt gerecht, so wie das aussieht, ja. Oder? Da rechts, der Typ, der da rennt. Naja, werden wir sehen. Nee, werden wir nicht sehen. Wir sind ja raus. Alles klar. Gut, dann schönen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.